Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin überhaupt gut gestiegen. Hä? Bist du leise? Guten Morgen, meine Lieben. Ich wollte Hallo sagen. Ach so. Hallo, guten Morgen. Hallo, ich meine, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist Samstag. Wir haben jetzt die erste Schulwoche schon hinter uns. Wir haben jetzt nicht gefilmt. Ich habe mir gedacht, es ist sowieso, weil jetzt nichts Besonderes. Clara geht jetzt in die zweite, die Michelle geht auch weiter jetzt in die dritte Schulstufe. Nein, die geht in die dritte Klasse. Welche Schulstufe geht sie? 3 plus 4 ist 7. 7. Schulstufe. Na bitte, wir rechnen ein bisschen anders in Österreich, weil man fängt wieder bei der ersten Klasse an. Nein, siebte. Ja, auf jeden Fall, heute ist Samstag, wir gehen heute mal nicht einkaufen, wir waren schon letzte Woche. Die Kinder sind bei Patrick unten, wir machen ihnen jetzt ein bisschen eine Jause. Und danach gehe ich heute mit Michelle shoppen. Ich brauche ein Kleid, ich bin ja Ende September in Italien, kurz wegen Joggen. Werde ich heute auch ein bisschen mitnehmen, das ist sicher spannend für euch auch anzuschauen. Und für die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen eh, dass ja, Joggen ein ganz großer Teil von uns mittlerweile geworden ist, auch vom Papa. Wir machen ja mit Freude eure Pakete. Ich glaube, das haben wir gar nicht gezeigt, oder? Das Lager ist ja erst nach dem Urlaub gekommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, kommt's mit, sag mal. Wir stehen jetzt nämlich in Papas Joggenlager. Das ist Rotpack-Station. Rotpack-Logistik. Rotpack-Logistik. Richtig schön, oder? Also der Papa hat sich hier so eine Packstation, kurz Paket umdrehen, das sind auch Rechnungen, mal aufpassen. Auf jeden Fall, der Papa hat sich hier so eine richtig coole Packstation gemacht. Hier sind die ganzen Kartons, dann ja, Seidenpapier, hier ist Packband, was man alles so braucht, Spielzeug. Also wir müssen kurz hier in Suche machen. So, das sind die Rechnungen, die der Papa ja so abpackt und ja, Sticker für die Pakete. Und das ist unser kleines, feines Lager. Putzmittel. Ihr liebt Putzmittel. Wir auch. Also ich liebe diese Putzmittel mittlerweile. Alle meine Kunden bestellen 50% Parfums und 50% Putzmittel. Und wir haben unter anderem auch Putzmittelproben. Ihr könnt euch gerne auch die Proben einzeln bestellen oder im Set, um die Putzmittel mal auszuprobieren. Schaut mal, ist das nicht so sus? Einmal Mama Degreaser und Baby Degreaser. Das ist ein richtig tolles Entfettungs... wie heißt das? Entfettungs... Spray. Mittel. Ja, Reinigungsmittel. Aber er ist richtig, genau, richtig, da, richtig stolz auf sein Lager. Da haben wir einen anderen Regal. Genau, das hängen wir auch natürlich gerne. Das ist unser Lager von Duschgelen, die über sehr gut gehen. Also diese Duschgele und ja, Cremes. Oh Gott, ich wünschte, ihr könntet riechen, wenn man diesen Schrank aufmacht. Es ist so, so schön, dieser Geruch hier. Weil es sind auch diese Duftproben, die wir euch für euch fertig machen, und diese Duftproben, die sind einfach ein Traum. Wir haben auf jeden Fall auch Handseife hier ein bisschen, dann haben wir auch andere Proben, noch ein paar Düfte, wie heißt das, ja, so Reservedüfte, also Parfums. Die könnt ihr übrigens, wenn ihr die haben wollt, das ist einmal 010, die Alien, dann diese Nummern einfach könnt ihr im Shop eingeben, dann könnt ihr sehen, welche Düfte das sind. Und ja, wie ihr seht, haben wir einiges auf Lager, weil wenn Bestellungen reinkommen, dann freuen wir uns, wenn wir Sachen wegschicken können. Und Papa ist auch immer dabei. Ja, ist ein Mitarbeiter. Ihr kennt ihn vielleicht noch nicht so, aber der Kammerbauer, ihr kennt das, oder? Ja, aber da war er viel jünger. Da war er jünger, ja. Oh ja, um zurückzukommen zu Joggen. Also Joggen ist ein großer Bestandteil von uns geworden. Nicht nur, dass wir richtig viele Produkte zu Hause haben, sondern ja, dass mein Team auch wächst und es ein großer Teil von unserem Job geworden ist. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Schade, dass der Papa nicht mit kann. Wir wollten eigentlich, dass der Papa auch mit nach Italien kommt mit den Kleinen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu stressig gewesen, weil die Lara Schule hat, ja, und genau, das war und, nicht möglich gewesen. Wegen den Kindern natürlich muss ein Erwachsener auch zu Hause bleiben. Logischerweise. Ja. Ich bin der Einzige, der Erwachsene im Haus ist. Ja, ich bin zu Hause. Naja, es wäre ja, wenn die Kinder nicht schulpflichtig gewesen wären, hätten wir sie mitnehmen können. Ja, einen Wohnwagen gekauft und dann ganze Welt gereist. Das wäre cool, ja. Und die ganzen Hunde, wir bräuchten so einen Doppeldeckerbus. Ja. Den voll schön restaurieren und Stefan, das wäre voll geil. Aber, weiß ich nicht. Na, ich brauche schon meinen fixen Platz. Ja, ich auch. Kann ich das Lager mitnehmen? Ja, stimmt. Ja, meine Lieben, deswegen gehe ich heute mit Michelle Kleider kaufen. Ich brauche nämlich ein schönes Abendkleid. Ich werde nämlich für ich werde auf die Bühne geholt. Also nicht nur ich, sondern auch alle, die einen Titel sich alle erarbeitet haben. Das ist voll cool, ich freue mich drauf. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich sage immer wir, aber ich bin ja nicht alleine da. Deswegen ist es für mich sehr, sehr komisch. Ohne die Familie und vor allem ohne den Philipp. Ich war bisher noch nie von Philipp getrennt. Das ist schon
4 Nächte, oder? Freitag, Samstag, Sonntag und Montag komme ich zurück, also 3 Nächte. 3 Nächte, ja. Ja, das wird hart. Aber naja. So, jetzt machen wir aber auf jeden Fall mal den Kindern Brote. Deswegen standen wir eigentlich in der Küche, jetzt stehen wir im Büro. Let's go. Brötchen, Lieferservice. On the way for the kids. Die haben euch Brote gemacht. Das ist mit. Das ist mit. Baby! Kinder! Kinder! Hi! Was macht ihr da? Oh, was läuft denn hier Gutes? Wie heißt das, Patrick? Was ist mit dem passiert? Wie heißt das? Das ist Sigmund Schako, aber das ist so scheiße geworden. Wieso scheiße? Ja, das war früher besser. Also sind die Umrandung waren dicker, oder? Also extra Wurstbrot nimmst du dir? Mit Käse. Ja, oh. Haben. Der Philipp mag auch haben. Ist das Copyright Music, was du da machst? Wird mein Video, wird das Video dann gesperrt? Übrigens, wir haben hier das Spiegel hergestellt. Wir haben ein Bad umgestellt. Das haben wir gar nicht gezeigt. Hier ist nämlich die Fernsehwand. Deswegen sind die Kleinen hier urgerne. Ja? Wo ist denn der Teller? Weg! Iss dein Brot, halt's in der Hand, während du es isst. Die Michelle habe ich mal schon angezogen. Die Michelle geht mir heute shoppen. Aber ich gehe nichts kaufen. Die Michelle ist Kleiderschrank platzt. Nur wegen der Schienenkooperation. Alles klar. Jetzt hat Papa auch endlich mal einen Spiegel, dass er sich hier übertreibt. Papa, was machst du hier? Familie Chaos, oder? Jeder macht irgendwas anderes. Hier läuft was, die Kinder am iPad, der Philipp schaut Iggy und Oggi. Michelle arbeitet irgendwas, der Papa schaut Handy, der Papa. That's the life. Bravo! Was hat euch am meisten gefallen? Das? Nix. Ehrlich gesagt, gar nichts. So, jetzt sind wir kurz einkaufen fahren. Also wir gehen jetzt kurz Lebensmittel. Nicht wirklich viel, also wir brauchen nicht viel, aber so ein paar frische Sachen wie zum Beispiel Brot, Hundefutter, Milch, Obst, Gemüse vielleicht? Kartoffeln brauchen wir auch ein bisschen. Okay, ja, also ein paar Kleinigkeiten. Ja. Und deswegen sind wir jetzt noch schnell. Ja, ganz schnell Lebensmittel auf die Kinder. Also der Patrick passt aber auf die Kleinen auf, dass wir das schnell machen können. So, meine Lieben, Einkauf ist erledigt. Ich habe euch jetzt nicht mitgenommen. Das Geschäft war mir einfach zu voll. Es waren so viele Menschen, da haben wir gedacht, no, cringe. Deswegen, ja, zeigen wir euch jetzt kurz hier den. Also wir haben für das Ganze ca. 230 Euro ausgegeben. Wir wollten eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten gekauft. Frisches, also so wie Obst, ein bisschen Joghurt, für die Jause was für die Kinder, so Fischstäbchen, ein bisschen Naschi. Eine neue Pfanne haben wir uns auch gekauft. Wir sind jetzt beim Bittenkloppenburg. Ich mit Michelle. Outfit-Tag. Ich habe mir noch meine Jeans angezogen, weil ich hatte eine Leggings an. Auf jeden Fall sind wir hier in der wunderschönen Kleiderabteilung und die Michelle hilft mir. Hilfst du mir? Passt. Alles klar. Also, ich brauche ein hübsches Abendkleid. Ich habe ja gestern schon was probiert, aber es war noch nicht das Richtige dabei. Mal ein bisschen gucken.
Hey ihr Lieben, es ist schon 16 Uhr, die Mama ist noch nicht zu Hause, sie probiert noch Klamotten. Wir sind jetzt am Essen, ich habe schon Mittagessen gekocht. Also ja. Mittagessen, Abendessen oder wie noch immer. Ich habe etwas Fleisch im Backofen gemacht, ich zeige euch, wie das aussieht. So was mit selbstgemachten Veggies. Und ich werde jetzt noch für mich noch ein Polenta kochen. So schaut meine Polenta aus, ich liebe Polenta, ich esse so gerne Polenta mit Fleisch. Könnte ich sagen, lieber als mit Brot. Ja, das ist ein Rezept, das ich von meiner Oma kenne und ich verwende sie nur immer und ja, schmeckt mega, mega lecker. Mein Polenta ist schon fast fertig. Man sagt so, wenn der Löffel stecken bleibt und nicht umkippt, ist es ready. Ja, ich werde es gleich umkippen und zum Essen beginnen. Ja, und so schaut es aus. Mega lecker. Wir schalten die Kamera aus und wir werden weiter essen. Ja, und dann gehen wir vielleicht raus, wenn das Wetter mitmacht, weil es hat bis jetzt geregnet, es ist ein bisschen sonnig. Aber mal schauen, es ist ein Wechselwetter. Also, das war gerade sonnig und Regen. Ja. Es wird zweimal. Wenn das Wetter schön ist, gehen wir noch raus, wir gehen in den Garten, vielleicht Pilze anschauen. Nein, Würmer. Gibt keine Pilze. Ja, aber im Wald gibt es schon Pilze. Okay. Aber ich bin schon weg. Also, bis später. Hey, meine Lieben, wir haben gestern gar nicht mehr weitergevloggt. Also, ich war ja mit Michelle einkaufen, Papa war zu Hause, hat gekocht. Wir sind so 50 im Zimmer. Ja, nicht, nicht wundern. Hier ist noch die Lucy, die ärgert scheinbar die Sophie. Weil die Sophie liegt irgendwas jetzt kurz. Usch. Aha! Du machst du Knur, Knur. Warum darf die Lucy nicht bei dir sein? Sie ist nämlich eine kleine alte Oberzecke, oder? Frau halt. Na, du musst nicht, weil sonst. Ich glaube, viele unserer Zuschauerinnen sind Frauen. Also, ja. Ihr müsst ihn jetzt alle haten. Ich habe ihn jetzt gemeint, ich schwöre. Ja, meine Lieben, wir haben gestern nochmal gegessen. Also ich bin mit Michelle nach Hause gekommen, dann haben wir gegessen und dann gingen wir echt früh ins Bett. Also ich muss ehrlich sagen, dass Philipp, der wollte wirklich früh ins Bett. Um 18 Uhr habe ich ihn hingelegt und er hat durchgeschlafen. Ich bin die ganze Zeit bei ihm gelegen, habe auch ein bisschen gechillt, meine Serie geschaut, Papa hat auch mit den Kindern was geguckt im Wohnzimmer und that's it, wir haben nochmal. Ja, ich habe wenn wir gegessen haben, ja stimmt. Wir haben nur gechillt. Das genau. Aber ich habe auf die Kamera vergessen, ehrlich gesagt. Also wir haben auf die Kamera vergessen. Also ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe den Philipp dann gehabt und dann war ich so im Schlafmodus. Ja gut, mein Lieben, jetzt ist schon Sonntag und wir machen heute genau so wenig wie gestern. Also wir werden jetzt nur chillen, weil wir haben unter der Woche so viel zu tun, dass wir uns das richtig mal gönnen. Das Einzige, der Papa hat jetzt noch ein paar Bestellungen gemacht, oder? Ja, aber ich bin ja schon fertig. Das heißt, für heute habe ich schon alles gemacht. Ich beende den Arbeitstag, Sonntag. Eigentlich Sonntag, sollte nicht arbeiten, ja, aber ich habe auch ein bisschen gehühlert. Die Pakete nehme ich nicht als Arbeit, sondern es macht Spaß. Ja, genau. Nein, aber ich habe auch ein bisschen, normalerweise schimpft aber auch immer, wenn wir Sonntag Haushalt oder sowas machen oder was arbeiten, aber ich habe auch ein bisschen gehühlert, weil ich habe Bettwäsche bezogen und den Hühler rausgeholt und die Couch abgezogen. Also ja, das machen wir immer, bevor wir das Bett frisch beziehen. Ja. Haben wir schon lange nicht mehr gezeigt, aber ich ist immer in Bewegung. Also. Einmal no time gehabt. Und jetzt wird gechillt. Gehen wir wieder ins Wohnzimmer mit den Kindern. Fernsehen, kuscheln, oder? Ja, und sagen wir jetzt tschüss. Und bis nächstes Mal. Bye, tschüss.